Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei Windborn, meine lieben Windgeborenen. Herzlich willkommen bei der Folge 18. Und wir sind immer noch dabei, die Quests hier. Solange wir die Quests noch nicht gemacht haben, werde ich auch noch nicht mit dem Let's Show anfangen. Weil ich nehme mal an, wenn wir die Quests alle machen, heißt es auch, dass wir im Endeffekt dann alle Rezepte haben. Und der sagt jetzt, wir sollen hier einen Desert Shrine aktivieren. Und erstaunlicherweise, obwohl wir ja hier schon ein Desert House bauen sollten und so weiter, haben wir scheinbar noch gar keinen Desert Shrine gehabt. Ist ganz cool, wenn man vorbeiläuft, nur mal E drücken. Ja. Sag mal, kann ich mir jetzt spontan aus dem Zeug, was ich habe, ein paar Fackeln kräften? Ja. Bisschen Nachschub, weißt du? Oh, das reicht erstmal. Ja, es ist auch. Mit den Fackeln ist auch so eine Sache. Es ist nachts irgendwie gar nicht so dunkel, dass man die braucht, aber. So ein bisschen in den Höhlen bringen sie schon was. Gerade hier beim Let's Play, damit die Zuschauer das auch besser sehen. So, wo ist hier ein Desert Shrine? Das ist mir echt ein Rätsel, warum ich... Oder der steht hier drin. Haha, Desert Shrine, zack. Ja, das ist ja schon ein fein... Wir brauchen aber einen superb Desert Shrine, sagt er. Ein fein Desert Shrine reicht ihm gar nicht. Haben wir hier noch einen drin? Nö. Ein superb. Wie können wir denn einen superb Desert Stein machen? Desert Schrein. Warte mal, wo sind denn hier die ganzen Schreine? Wo waren die denn? Die hier drin? Nee. Workshops? So keine Desert Schreine drin. Dann gucken wir einfach mal hier in unser Wüstenset. Machen die alle aus und gucken nur Wüste. Da ist auch kein Schrein drin. Ah, hier können wir mal gucken. Schrein. Da haben wir sie. Superb Desert Shrine, das ist der, den wir bauen sollen. Oh, da brauchen wir einen feinen Desert Shrine und zwei Saphire. Oh, cool. Wir haben aber nur einen Saphir. Oh, wie können wir denn einen Saphir kräften? Können wir den kräften? Mal gleich mal gucken. Saphire. Saphir. Falsch geschrieben? Ne, ist richtig. Können wir aber nicht craften. Haha, der ist nicht craftabel. Der ist nicht craftabel. Kann mich gar nicht mehr erinnern, wo wir den her hatten. Doch, der ist doch craftabel, oder? So, wie können wir, ach, da. Ah, okay. Wir haben ja hier diese... Ich glaube, daraus kann man Diamanten machen. War das nicht so? Habe ich schon wieder völlig vergessen. Gucken wir mal, was da passiert, wenn wir das Zeug hier reintun. Geht nicht. Okay, müssen wir es schneiden, ja. Gut, dann schneiden wir es. Ist mir egal. Gucken, was er daraus macht. Ah. Sehr schön. Quarz. Quarz. Ah, er macht da hauptsächlich Quarz draus. Und ab und zu mal so einen Diamanten. Sehr schön. Ja, sehr fein. Gucken. Ach, Glomos. Ach so, Glomos ist noch ein Unterschied zwischen Edelsteinen. Okay. Was man aus dem Öl quäften kann. Und noch nicht rausgekriegt. So, schön. Dann können wir jetzt eigentlich, haben wir hier die Bedingungen erfüllt, wa? Oder? Ein Feinbett-Desert-Schreiben brauchst du noch. Klar kriegst du den. Nehmen wir nämlich den hier. Den wir hier haben. Ja. Zack. Danke. Und quäften uns den. Ja, zack. Und jetzt haben wir hier einen super geilen, superb Desert Shrine. So, und den werden wir auch gleich mal aktivieren. Hoffentlich ist das nicht irgendwie ein Quest. Nachdem wir den dann aktivieren sollen, wa? Hehe. So, weil wir ja stinkend faul sind. Und die 3 Meter da jetzt gerade nicht laufen wollen, werden wir uns mal hin teleportieren und zu unserem Drachenstein gehen und Bescheid sagen.
dass wir unsere Quest erledigt haben. Und dann sollen wir den normalen. Achso, das haben wir alles erfüllt. Okay, danke. Kriegen wir hier so eine Wunschrolle? Wir sollen eine Desert-Lampe craften. Okay, machen wir. Machen wir gerne. Vorher werden wir mal gucken, was uns die Rolle hier gebracht hat. Eine Desert-Briefkasten. Sehr geil. So, können wir denn überhaupt schon eine Desert-Lampe craften? Können wir denn schon eine Desert-Lampe craften? Das müssen wir hier wahrscheinlich mal rausnehmen. So. Desert-Lampe, Desert-Lampe. Hier, guck mal. Kohldust. Aha, Kohldust müssen wir erstmal. Kohlenstaub müssen wir herstellen. Hier drin. Hier drin stellen wir mal ein bisschen Kohlenstaub her. Was ist denn das überhaupt? Ach so, das kommt hier hin. Das ist das. Das ist das. Nee, das. Nee, oder? Okay. Ein bisschen Kohlenstaub. Da nehmen wir mal nicht die Hälfte, wäre sogar noch zu viel, wa? Wenn man. So. So mache ich mal ein bisschen Kohlenstaub. Ach ja. Das Feuer knistert leise im Hintergrund. Während wir unseren Kohlenstaub machen. So, was ist denn los? 4 Kohlenstaub wollen wir haben. Achso, den müssen wir jetzt noch rausnehmen. Nein, du doch nicht, du. Mal jetzt sehen wir den hier. Und jetzt können wir den noch craften, wa? Desert-Lampe. Warum kannst du den nicht, Desert? Warum kannst du den nicht machen? Muss binier. Ah, in der Nähe von einem. Oh nö, echt? In der Nähe von diesem Superb-Schrein muss ich sein? Oh nö, na okay. Warte mal, das nehmen wir aber hier trotzdem noch mit. Nö, wir können ja noch mehr craften dann, wenn wir da oben sind. Ah, in der Nähe, deshalb sollten wir dann da oben sein. Vielleicht sollten wir den tatsächlich dann, solange wie wir hier die Crafts erledigen, mit runternehmen in unser Drachenlager. Da 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 du 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 du. Ah, da ist ja wieder die schöne Musik. Da 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 da. Ja, unser Wüstenhaus ist wirklich eine sehr spärliche Behausung geworden. Haben wir eigentlich schon Wüstendachschindeln? Ich glaube nicht, war so. Guck mal, jetzt können wir es nämlich craften. Craft! Klack. Und damit haben wir unseren. Die werden wir aber hier trotzdem auch gleich mal aufbauen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich will sie haben. Ich will sie haben. Hier ist sie. So, dass wir die jetzt im Prinzip mal hier irgendwo ranklackern. Guck mal. Hier oben in der Ecke. Oh ja, guck mal, wie schön. Die sieht aber wirklich toll aus. Mann, ich sehe schon, da kann man richtig tolle Sachen bauen hier. So, und jetzt wieder zurück. Zoomen, beamen, dingsen. Ist schon wieder dunkel. Und wir erfüllen hier eine Quest nach der anderen. Danke. Was sollen wir jetzt machen? Wir sollen 10 Collect verbinden. 10 Eisen... Dinger verbinden, 10 Gold-Dinger verbinden, 10 Raw-Gem-Dinger verbinden und 10 Kohlen-Dinger verbinden. Das ist aber ein eigenartiger Quest. Ah, 2 haben wir schon davon komplett. Warum wir das gemacht haben, weiß ich nicht. Wo soll ich denn Gold herbekommen, Leute? Wollt ihr mich veralbern? Sollen wir das erstmal lernen hier? Ein Desert Pavement, okay. Gold, 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 Gold. Ich hab noch gar kein Gold. Warum habe ich denn kein Gold? Das ist ja ein Ding. Wieso habe ich denn kein Gold? Die anderen haben doch auch alle Gold. Kann doch wohl nicht wahr sein. Habe ich hier in einer Truhe irgendwo Gold? Nee. Warum sollte ich auch Gold hier in eine Truhe packen? Das ist ja wieder... Nee. Ach nö. Wo soll ich denn das ganze Gold jetzt herholen? Das ist Schmutz. Schmutz und Keramik hat eine ähnliche Farbe. Finde ich gar nicht so super.
Wo kriege ich denn jetzt Gold her? Ich habe noch gar keine. Stimmt, ich habe keine Goldbahn gar. Hier habe ich Goldohr. Goldohr. Kann ich das tatsächlich irgendwie nebeneinander stellen? Mal gucken, ob das funktioniert. Aber ich soll sie ja collecten. Warte mal. So. Ach doch, guck mal. Hat er da reingepackt jetzt? Ah, okay. Noch einen. Los, noch einen. Collect 10 Gold, 0 von 10, sagt er. Sollen wir es wieder abbauen? Der hat das da reingehauen. Ist ja auch cool, war in das jetzt im Prinzip wieder. Okay. Sag mal, ist das mehr geworden? Hatte ich wirklich vorher auch schon 5. Ah, okay, ich muss sie jetzt noch sammeln. Ich brauche also jetzt im Prinzip noch 5 Gold. Oh, das wird nicht einfach. Das heißt also, wir müssen uns irgendeine schöne Höhle suchen, wo wir mal ein bisschen Gold abbauen. Das wird nicht einfach. Und Wolle, Wolle, Wolle haben wir jetzt schon ohne Ende. Ich weiß noch gar nicht, wofür ich so viel Wolle brauche. Es sei denn, wir wollen ja später so einen schönen Pavillon machen mit super geilen Couchen. Und so einen weißen Plüschsessel und so. Guck mal, da war doch irgendwo Gold, oder? War da Gold? Nö, das ist kein Gold. Tag Schaf. Weißt du, ob es hier irgendwo eine schöne Höhle gibt, wo wir Gold finden? Ich glaube, das war hier ein Aufgang, den wir uns gebaut hatten, wa? Nee, oh, guck mal, wow. Wow, und Eisen ohne Ende, was wir gar nicht mitgenommen haben. Ist ja cool. Das ist ja geil. Haben wir uns hier richtig so eine. Komm. Gucken wir mal. Weißt du, was mich auch interessieren würde, ob wir eine Truhe kräften können jetzt hier? Warte mal. Hier bei normalen Items, war, da müsste doch eine Truhe bei sein. Oder können wir gar keine Truhen kräften? Für mich sieht es jetzt auf den ersten Blick so aus, als wenn ich keine. Doch, hier ist eine Desert-Truhe. Aber dafür brauche ich was? Ach so, da muss ich in der Nähe von so einem Desert-Schrein sein. Okay. Gut, wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen reinfressen, in der Hoffnung, dass wir da Gold finden. Wozu auch Gold finden, wenn man eine Höhle gleich findet? Lass uns mal hier eine Art Treppe vielleicht mal bauen. So. Sand haben wir ja genug. Würde ich mal hier runter. Oh, das war aber tief. Das war aber tief. Wo kommen wir denn jetzt her? Ich glaube von hier, wa? Nee, von da nicht. Wird ja von weiter oben. Ah, ist egal. Noch ist es bei diesem Game eigentlich egal. Man kommt immer wieder raus und man stirbt nicht. Was uns jetzt interessiert, ist einfach Gold zu finden. Eisen haben wir schon mehr als genug. Ist das da Gold? Ja. Wie simpel. 6 von 10. Ach, guck mal, hier waren wir schon mal. Hier haben wir uns schon mal hochgesteckt. Gold, 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 Gold. Wir brauchen noch 7 Gold. Und dann, was ist ein Rohrgem? Was ist ein Rohrgem? Iron Ore. Coal Ore. Wargam. Aber das ist ein Wargam. Weiß nicht, was Wargam ist. Ahahaha, wir können aber klar, Mann, Alter, kannst ja mal ein bisschen. Was ist denn das? Wargame? War. War. Game. Zeigt er nicht, wa? Game. So, wir brauchen noch 3 Gold. 3 Gold bitte hier für den hartnäckigen, ausdauernden Windborn-Spieler. UFO-Mann. Vom Planeten UFO-Mann. Ja, wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, der wird es dann wahrscheinlich demnächst. Ich kann empfehlen, meine Let's Plays sehr cool abends. Kopfhörer aufsetzen, ins Bettchen legen, schön einkuscheln. Und super Einschlafhilfe innerhalb von einer Viertelstunde. Schlaft da ein. Und das Gute ist, es ist so ruhig. Es läuft einfach weiter. Ihr schlaft felsenfest. Irgendwann ist das Video zu Ende. Das Einzige, was euch dann wach machen. Was ist denn das hier? Richcoal Rain. Ja, das Einzige, was euch dann wach machen würde, ist der Druck vom Kopfhörer, weil es ungewöhnt ist. Okay.
Was ist denn Raw? Was ist Raw? Ah, guck mal. Ich glaube, jetzt nachdem wir mitbekommen haben, dass wir daraus Diamanten herstellen können, ist das eigentlich gar nicht so uninteressant, das Zeug. Da, 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 da. Aber ich brauche eigentlich Gold. Ach, das ist das Raw. Das ist das Zeug. Das Raw. Ah, okay. Cool. Na, klasse. Jetzt braucht man nur noch 3 Gold und dann haben wir die Quest erfüllt. Gold ist nicht so häufig. Eher selten. Selten an, noch als Raw. Okay. Da, da, da. Ist da Gold? Nee. Da, 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 da. Ich brauche noch 3 Gold. Ich brauche noch 3 Gold. Hier ist noch mehr. Wow. Ja, Diamanten, Brillanten, Smaragde. Ich brauche Gold, Gold, Gold. Ja, okay, Edelsteine gibt's ohne Ende. Ich hab's verstanden. Da oben ist Gold. Ja, guck mal, man muss nur genau hingucken. Ist ja nur einmal Gold. Ist natürlich schwach. Einmal Gold ist schwach. Da ist doch noch mehr Gold. Hier, guck mal hier. Ja, los, komm. Ja. Nein, einer fehlt noch. Da kommt er. Ja, jetzt haben wir es komplett. Und zurückspawnen. Klang. Hallo, Drachenstein. Wir haben eine weitere deiner superschweren Aufgaben gelöst. Okay. Gut, und dafür kriegen wir wieder eine Rolle und hier. Oh, da kriegen wir eine Common Runestone Scroll. Visit the Forest. Obtain a Runestone-Stein. Okay, das machen wir glatt. Ja, akzeptieren wir. Haben wir beides schon gemacht? Wir haben, glaube ich, diesen Runestone-Dings, den haben wir hier drin, war, oder? Weil den haben. Das war ja nur der Ersatz-Runestone. Wir haben ja hier noch einen. Okay. Ist er doch, oder? Common Runestone Schrein. Obtain a Runestone Schrein. Meint er damit, wir sollen ihn abbauen? Haha. Haha. Was aber nicht davon abhalten sollte, den da wieder hinzustellen. So. Zack. Stehen wieder dahin und jetzt sollen wir noch mal in den Wald schnell. Okay. Wir gehen schnell in den Wald. Die 3 Meter. Irgendwann müssen wir hier mal noch ein bisschen Terraforming machen und unsere rausgefransten Ecken. Ach nö, da haben wir eine schöne Treppe gebaut. Die rausgefransten Ecken vielleicht mal ein bisschen ordentlich machen. Das haben wir ja teilweise hier ganz schön verschandelt, die Umwelt. Das ist ja, oh, guck mal, wie schön die leuchten nachts, diese komischen Pflanzen da in dem Wald. Das sieht doch klasse aus, oder? So, weiter geht's. Und hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ja, hüpfen, hüpfen. Und weiter geht's. Gleich sind wir im Wald. Ah, da ist unsere schöne selbstgebaute Brücke. Könnte man auch noch ein bisschen verbessern, wa? Wenn ich mir das hier so angucke. Zack. 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 Könnte man auch später ein tolles Geländer dran ranbauen. Man könnte vielleicht sogar sowas wie eine gebogene Brücke bauen. Ich freue mich schon, wenn ich hier dann anfange, kreativ zu bauen. So, und wieder zurückspawnen. Wir haben unsere Quest erfüllt und holen uns jetzt wieder unser kleines Dankeschön. Complete. Oh, und dann sollen wir Trade a crafted item with a djinn. Ein einziges. Okay, da müssen wir uns. Achso, das haben wir ja schon gemacht. Wir haben noch Fackeln. Naja, gut, müssen wir nochmal hin. Müssen wir nochmal hin, aber bis dato werden wir jetzt mal hier die Dinger einlösen. Eine dünne Desertmauer. Na, das hat mir gefehlt. Da kann man wenigstens ein anständiges Haus dann mal bauen und nicht immer diese Klumpen. Und hier noch kommt man Moonstone Scroll. Ein Moonstone Bücherregal. Sehr schön. Gut. Oh, okay, Leute, das war's erstmal. Das war jetzt hier die Folge 18. Der Mond geht unter. Unsere wunderschöne Welt leuchtet. Die Sterne leuchten. Die Schafe sind fast geschoren. So. Gut.
Okay, wir wollen es mal irgendwie hinstellen, dass es schick aussieht. Hier oben vielleicht so. Ja, so, so. So, okay Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Windgeborenen. Lasst bitte. Ja klar, lasst bitte. Lasst doch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.